Ja, was geht ab, Freunde? Wir begrüßen euch zur nächsten Podcast-Episode mit Co-Host Michael. Ihr kennt ihn mittlerweile bestimmt schon so ein bisschen. Peace, Leute. Was geht ab? Von vornherein, Alter, ich hatte gerade den Leg Day meines Lebens. Ich bin komplett platt. Ich glaube, man sieht es mir auch ein bisschen an für die Leute, die das Ganze visuell betrachten. Aber dafür ist der Michael umso fitter. Ja, Umständen entsprechend. Umständen entsprechend, genau. Ich sag mal so, meine Diät ist ja jetzt seit geraumer Zeit vorbei und man merkt einfach wieder den Unterschied. Also die Diät war schon smooth, sage ich jetzt mal, aber wenn man wieder mehr Kalorien zur Verfügung hat, so, das Leben ist schön. Leute, das Leben ist schön. Ja. Okay, top. So, heutiges Thema, da wollen wir euch so ein bisschen mal darüber informieren oder einfach mal erzählen. Wenn wir jetzt Lifestyle-Athleten haben, haben wir bestimmt, ich glaube, ja, die Mehrzahl der Zuhörer sind es, die wollen bestimmt für den Sommer so ein bisschen Speck abwerfen, in eine schöne, gute Form kommen, um gleichzeitig auch ihre Lebensqualität zu verbessern. Ich habe parallel jetzt auch, ich müsste schätzen, 4-5 Leute, die jetzt unmittelbar auf Diät sind für den Sommer. Also nicht für den Wettkampf, einfach nur, um ein bisschen gut auszusehen, um das, was sie jetzt über die letzten Wochen, Monate und Jahre aufgebaut haben, das vielleicht zu zeigen, stolz drauf sein, wofür man die ganze Zeit ackert. Da wollen wir euch so ein bisschen auf den Weg mitnehmen, wie man das am besten machen sollte. Und im Anschluss dann auch vielleicht, hat Michael eingeworfen, so das Coaching ein bisschen erklären, was für Unterschiede es gibt, weil Online-Coaching ist nicht gleich Online-Coaching. Da sind wir beide tiefer in der Materie. Michael ist ja auch lehrerlang im Coaching, kann ich da bestimmt auch Background geben. Ja, und vielleicht kommt noch spontan irgendwas Lustiges. Wer weiß, bei uns gibt es ja immer ein paar Sachen, die dann spontan einfallen. Aber yo, ja, wie sollen wir starten, Michael? Wie sollen wir starten? Erstmal zu Beginn vielleicht das Thema, was du eingeworfen hast, dieses Lifestyle-Coaching. Wir haben ja jetzt April, sage ich jetzt mal. Klassische Neujahrshype, würde ich sagen, hat sich so ein bisschen gelegt. Merkt man auch ein bisschen an den Gyms. Die Auslastung ist da ein bisschen gewohnter, sage ich jetzt mal. Zumindest ist es bei uns im Studio so. Und die Leute, die am Ball sind oder am Ball bleiben, die werden dann wahrscheinlich im Sommer belohnt werden. und da spielt eine wichtige Rolle vielleicht auch das Coaching wieder, was du angeschnitten hattest. Generell Ziel soll es ja sein, abgesehen von der Lebensqualität, würde ich sagen, oder das ist schon ein großer Benefit, wenn man im Sommer eine Strandfigur hat, sage ich jetzt mal als Lifestyle-Athlet. Man geht ja mit der Intention in ein Coaching rein, diese Strandfigur nicht das ganze Jahr zu halten, aber schon, ja, sage ich jetzt mal, generell eine athletische, sportliche Figur zu haben, einmal zu haben. Und ich finde, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ich finde es ein bisschen schade, wenn Leute ins Gym gehen, diese Lifestyle-Leute zumindest, und so einen KFA-Wert von 20 plus haben, so soll es jedem selber überlassen sein, aber sich dann so damit zu identifizieren, hey, ich betreibe Fitness, so ich ernähre mich gesund, sehe richtig gut aus, so und ich glaube, die Leute verfehlen so irgendwo das Ziel und da kommst, glaube ich, so Coaches wie du ins Spiel, die das Ganze in eine bessere Bahn rücken oder driften. Ich glaube, das bestätigen oder hoffentlich bestätigen dir das nochmal deine Athleten. Wenn die dann eine Form erreichen, zumindest war es bei mir oder aus meiner Erfahrung immer so, dass wenn man dann ein KFA erreicht hat oder so ein Summer Body, man doch schon merkt, wie fett man eigentlich war. Also so, ne? Dieses klassische Beispiel. Da kann ich auf
Ja, da kann ich auf jeden Fall aus Erfahrung sprechen. Nicht nur bei mir selbst, auch bei einiger meiner Athleten. Also, und was sind so viele Dinge wieder, die mir gerade einfallen? Zum einen, das Erste, was ich gerne ansprechen möchte, ich finde es sehr, sehr schade, und ich betone das sehr, sehr schade, wenn man in seinem Leben das Ziel hat, mal richtig in Form zu kommen, aber es nicht schafft. Da gibt es sehr, sehr viele Gründe, auf die wir vielleicht später eingehen können. Aber so ein Sixpack in seinem Leben mal zu sehen, das ist für uns beide jetzt nichts Besonderes. Ne? Das ist jetzt auch gar nicht, wo wir sagen, ey, wenn ich jetzt ein Sixpack habe, würde ich tot abfeiern. Das ist eher so, wenn wir eine Diät machen, klar, wettkampfbezogen, aber für uns ist jetzt nicht das Wichtigste, dass wir mal ein Sixpack sehen. Ne? Aber das kann für viele natürlich eine sehr, sehr hohe Motivation sein. Und wenn man das schon allein nicht schafft, aber das als großes Ziel hat, dann finde ich es sehr schade, weil wir leben nur einmal und wenn es für einen eine sehr große Bedeutung hat, dann sollte man eben Wege leiten, dass man es zumindest einmal in seinem Leben schafft. Und wenn man das dann einmal hat, dann kann man sich auch sehr, sehr glücklich schätzen und einfach stolz auf die eigene Leistung sein, weil das, Hand aufs Herz, schaffen auch nicht wirklich viele. Weil denen zum 100%. Beispiel das Wissen fehlt, die Motivation mal wirklich, auch wenn es mal manchmal hart wird, etwas durchzuziehen. Und das sind eben Dinge, dieses Durchziehen, auch wenn es manchmal hart wird, dieser Belohnungsaufschub, dass man über einen längeren Zeitraum auf gewisse Dinge verzichtet, dann aber trotzdem das Ziel erreicht. Wie gesagt, das sind alles Dinge, die einen auch für das private Leben in vielen anderen Dingen, beruflich zum Beispiel, einen weiterbringen. Und jetzt möchte ich direkt mal die Überleitung bringen. Braucht man unbedingt einen Coach? Nein. Aber wenn man jetzt diätet, dann hat man natürlich auch das Ziel, so viel Muskelmasse wie möglich zu behalten, dass man es auf den gewissen Zeitpunkt oder auf den Zeitrahmen, den man sich setzt, es natürlich auch einhält. Und diese Diät, diese Ernährungsumstellung einfach so gesund wie möglich, ohne große Aussetzer oder ohne großes Leiden, das alles so zu verpacken und zu planen. Und das sind alles Gründe, warum mich natürlich Leute anschreiben, gern zu mir ins Coaching wollen, weil sie einfach keinen Bock haben, sich um sowas zu kümmern, keine Zeit haben vielleicht und auch keine Ahnung haben, wie sie das alles planen. Weil, wenn wir jetzt mal ein bisschen tiefer in die Materie reingrinden, dann ist natürlich abhängig davon, wie hoch das Defizit gewählt werden sollte. Zum Beispiel die Höhe des Körperfettanteils. Wenn, wie Michael schon eben gesagt hat, etwas mehr als 20% hast, kannst du ein größeres Defizit fahren, als wenn du vielleicht nur 15 oder 13% hast, weil eben der Körper viel mehr Fettreserven hat und der boah, Digga, du hast gerade so wild laut geatmet. Ich höre die ganze Zeit nur so. Oh, sorry. Das habe ich gerade ein bisschen aus dem Magen gemacht. Sorry. Alles gut. Okay. Bei mir fängt schon die Pollenallergie an, ich bin ehrlich. Ich muss auch schon irgendwie anfangen. So bei dir ist immer richtig hart, ne? Dieses Jahr ist so heftig wieder bei mir. Weil der Körperfettanteil so hoch ist, das heißt, wir haben viel mehr Reserven. Der Körper ist nicht ganz schnell in einem katabolen Zustand. Des Weiteren haben wir natürlich einen Zeitplan. Das heißt, wenn du sagst, du möchtest bis zu einem gewissen Datum in Form kommen, hast vielleicht weniger Zeit, wähle ein höheres Defizit, hast mehr Zeit, kann das Defizit ein bisschen moderater sein. Und das sind so, ich würde sagen, die wichtigsten Aspekte, wenn man das Ganze betrachtet. Es gibt das ist jetzt aber sehr, sehr im Detail, es gibt ein gewisses maximales Defizit, was der Körper quasi pro Tag verbrennen kann. Die 70er-Regel, aber das können wir ja irgendwann mal besprechen, wenn es euch wirklich interessiert. Ich weiß ja gar nicht, inwieweit die Leute da immer informiert sein wollen. Das sind so Dinge, die zum Beispiel relevant sind, ne? Und warum viele mich konsultieren. Ich habe, wenn ich mal so überlege, 50% Wettkampfleute, 50% Leistungsleute, aber mir macht halt beides Spaß. Ne? Einfach diesen Fortschritt zu sehen, mitzuwirken, habe ich ja schon oft gesagt, nicht nur der physische Fortschritt,
sondern auch vor allen Dingen der mentale. Da fällt mir noch eine Side-Story ein. Ich weiß gar nicht, ob ich sie erzählt habe. Die würde ich gerne einbringen. So habe ich schon einen Athleten, der jetzt gerade so ein bisschen in das Berufsleben einsteigt, hatte dann ein Bewerbungsgespräch. Und in dem Bewerbungsgespräch wurde er einfach gefragt, was er halt noch für Interessen hat. Und er ist relativ jung, meinte dann, dass er schon längere Zeit in einem Coaching sich befindet, also bei mir, dadurch gelernt hat, Dinge durchzuziehen, gelernt hat, womit er Schwierigkeiten hat und darauf dann aufzubauen, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Und das hat den Typen quasi sehr, sehr, den Typen, Alter, mir fällt das Wort nicht ein, den Personaltypen von der Personalabteilung so, so krass überzeugt, dass er direkt die Stelle runtergenommen hat und ihm den Job gegeben hat. Und ey, krass. Wie geil also ist das, ne? Voll das geile Feedback, also voll das geile Tool, sage ich jetzt mal, ist mir gar nicht so in den Sinn gekommen, aber ja, ist ja voll richtig. Hat so seine Berechtigung, safe ist sogar sehr, sehr nice. Habe ich hart gefeiert. Voll. Müssen wir uns gleich merken für den nächsten Punkt, wenn wir genauer aufs Coaching eingehen, weil ich finde, das sind schon wichtige Punkte, die man in den Raum werfen kann. Ja, was so ein Coaching vielleicht beinhaltet und wie das so sich eventuell von anderen unterscheidet und. Aber was ich noch zu dem Thema sagen wollte, generell, wenn es jetzt in Richtung Sommer kommt, dass vielleicht doch mal die Lifestyle-Leute, also wenn man jetzt für diejenigen, die zuhören, die sich da angesprochen fühlen, einmal komplett in sich gehen und sich wirklich fragen, ob sie generell zufrieden mit ihrer Form oder generell mit den Fortschritten der letzten Jahre sind, dass man gesagt hat, hey, doch so wie ich aussah, so stelle ich mir meine Traumphysik so ein bisschen vor. Weißt du, wie ich meine? So, also die meisten oder viele wissen ja noch gar nicht, auch wenn sie eine Diät durchziehen, stellen sie sich ja immer so vor, Diät ist direkt mit so krass Verzichten sehr anstrengend, also mit sehr, sehr vielen negativen Punkten, ja. Und ich glaube, da kann dein Coaching vor allem auch nochmal punkten, weil ich jetzt von deinen meisten Wettkampfathleten, die du auf die Bühne gestellt hast, eine Wettkampfdiät, ohne das jetzt runterzureden, sehr smooth abgearbeitet hast. Ne? Und dagegen ist ja ein Lifestyle-Diät-Coaching nochmal eine andere Nummer, eine einfachere Nummer, würde ich sagen. Klar kommt es immer auf die Person an, ja, jeder nimmt das ein bisschen anders wahr. Aber auch der ganze Diätverlauf, ja, ist einfach mit Begleitung, mit professioneller Hilfe ein ganz anderer. Wollte ich nochmal gesagt haben, dass man sich nochmal vielleicht in sich geht und nochmal in den Spiegel guckt und wirklich ernsthaft zu sich versucht, so objektiv wie möglich zu sagen, hey, bin ich zufrieden mit meiner Form? Also mache ich alles, also man muss nicht alles richtig machen, aber einfach habe ich bis hierhin einen Job gemacht, wo ich mir sagen kann, ja, das ist top oder belüge ich mich nur selber so ein bisschen. Ne? Ich bringe oftmals auch das Beispiel, jeder kennt die Leute, die jahrelang im Gym trainieren und immer noch gleich aussehen, so wie gefühlt am ersten Tag. Und ich habe immer die Einstellung, wenn ich irgendwo die Zeit investiere, dann möchte ich darauf Früchte ernten. Und versteht mich nicht falsch, man muss nicht immer das Ziel haben, klingt jetzt auch komisch, Muskeln aufzubauen oder Fortschritt zu machen. Aber meistens, vielleicht ist es auch so eine mentale Sache, wenn man schon mal kleinen Dingen Progress anstrebt, sich verbessern möchte, dann das ist immer eine Parallele zum Privatleben. Und mir ist, wie gesagt, die Zeit zu schade, dann ins Studio zu fahren, Sachen zu packen, da im Gym zu trainieren, vielleicht auch so ein bisschen auf die Ernährung zu achten. Und es tut sich einfach nichts. Und
Man muss auch nicht davon ausgehen, wow, okay, wenn ich jetzt in ein Coaching gehe, dann muss ich jetzt 5, 6, 7 Mal die Woche trainieren, habe dann voll krass Limitierungen und Einschränkungen. Ganz im Gegenteil, die Aufgabe eines Coaches ist es ja natürlich, den Trainingsplan so anzupassen, dass er in deinen individuellen Alltag passt. Und ich habe auch Leute, die nur 3 Mal die Woche trainieren und trotzdem Fortschritte erzielen. Und es kommt immer ganz darauf an, wie viel Kapazitäten man geben kann. Und dann ist es natürlich meine kreative Aufgabe und was ich halt übertrieben mag, dann immer die perfekte Lösung zu finden. Und wenn man halt sagt, okay, ich habe jetzt schon einige Athleten erfolgreich auf die Bühne gestellt und achte immer darauf, dass die Wettkampfdiät, die natürlich überhaupt nicht vergleichbar ist mit einer Sommerdiät, weil man da in Körperfettanteilssphären kommt, die ungesund sein können, aber das hat jetzt keiner langfristig irgendwelche Schäden. Und dann bin ich wohl auch in der Lage, eine lockere Sommerdiät für jemanden einzuplanen, ohne so krasse Verluste. Ja. Ja, ich denke, dass es auch möglich eigentlich ist. Ja, eine Sommerdiät, nichts anderes als eine Wettkampfdiät, die wahrscheinlich einfach nur kürzer ist, also die vorher abgebrochen wird. Mhm. Ne? Irgendwas wollte ich noch mal sagen. Fällt mir gleich ein. Komme ich gerade nicht drauf. Ich wollte noch irgendeinen Punkt einhauen, aber vielleicht komme ich da gleich noch mal drauf. Mhm. Yes. Sonst könnten wir jetzt auch, oder wolltest du jetzt noch irgendwas anbringen? Ich hätte gesagt, wir können zum nächsten Punkt vielleicht noch mal auf dein Coaching noch mal genauer eingehen oder generell. Okay. Ich glaube, wir hatten das schon mal in einem Podcast angeschnitten, ganz am Anfang. Aber da hat sich wahrscheinlich jetzt über die Erfahrungswerte vielleicht noch mal ein bisschen was getan. Vielleicht für die Zuschauer, die neu sind. Damit man die vielleicht noch mal ein bisschen abholt, wie sowas überhaupt abläuft. Weil viele hören ja nur dieses Coaching, aber wissen gar nicht, was erwartet einen da, wie läuft das ab? Und da hätte ich da vielleicht noch mal dich da als Coach einbezogen. Mhm. Ja, klar. Wie fängt das an? Also sollen wir mal ganz von zu Beginn starten? Im besten Fall schreibt man dir eine Nachricht. Ne? Mhm. Genau. Also zuallererst möchte ich natürlich mich bei den Leuten bedanken, die fleißig den Podcast hören, weil besonders der letzte Podcast, der wurde gut aufgerufen, obwohl wir einige Dinge nicht erzählt haben, die noch im Kopf waren. Die werden wir vielleicht irgendwann, wenn es sich ein bisschen gelegt hat, verjährt, erzählen. Aber es ist halt für mich immer noch so ein bisschen unrealistisch, dass im Schnitt so viele Leute uns zuhören. Ne? Also dass, wenn man sich die Personenzahl jetzt in einem Raum vorstellt, finde ich halt schon krass. Erstmal cool und Dankeschön an euch alle und auch an die neuen Leute. Um jetzt mal auf das Coaching-Thema einzugehen. Ich bin ehrlich, das klingt jetzt vielleicht radikal, aber ich möchte nur Leute haben, die wirklich sich bewusst sind, dass Coaching nichts Halbherziges ist und das auch nicht so funktionieren kann. Ich möchte die richtigen Leute coachen. Und da fängt es schon direkt mit der Kontaktaufnahme an. Im besten Fall beobachtest du natürlich, oder ich spiegel euch das wieder, was die Athleten zu mir gesagt haben zu Beginn oder generell, wie sie sich informiert haben. Die haben gesagt, ey Rocky, ich bin zum Beispiel in einem Podcast aufmerksam geworden, habe mir ein YouTube-Video von dir angeschaut, verfolge dich erstmal ein paar Wochen und habe dann immer das Interesse gehabt oder das Gefühl, dass du sehr kompetent bist und mich an meine Ziele bringen kannst. Dann sollte seriöserweise die Kontaktaufnahme über die Homepage laufen. Da habe ich natürlich immer so ein Kontaktformular, wo man sich melden kann. Instagram könnte man auch machen, aber seriöser ist halt in meinen Augen immer über die Webseite, weil man dann weiß, dass der Athlet sich mal die Webseite angeschaut hat und sich einfach mal über sich informiert hat. Dann direkt ein paar Stats. Wie lange trainierst du? Was sind deine Ziele, aussagekräftige Fotos? Wenn das schon alles vorbereitet ist, dann so, boah, wow, ne? Also, dann weiß ich, er weiß, was er will.
macht einen sehr, sehr guten Eindruck und dann verabredet man sich zu einem unverbindlichen Call. Nein, ich stimme kein Geld dafür. Es gibt Leute, die nehmen Geld dafür, das weiß ich. Aber für mich geht es einfach nur darum, ich möchte dich kennenlernen und mir ein Bild von dir machen und auch gucken. Ich nehme nicht jeden an, ganz klar. Da habe ich in der Vergangenheit einfach, war ich zu gutmütig, weil das auch irgendwo meine Zeit ist. Man kann sich denken, ja, ey, du kriegst Geld dafür. Aber nein, da ist mir meine Zeit schon wichtig, muss ich sagen. Und ich habe halt keinen Bock, unnötig mein persönliches Stresslevel hochzutreiben, ne? Weil man merkt doch schon im Erstgespräch meistens, okay, ist das ein Typ, der steht zu dem, was er sagt, oder eben nicht. Genau, dann quatscht man, man lernt sich kennen und dann kann man immer noch entscheiden, okay, macht es Sinn, zusammenzuarbeiten oder nicht. Und direkt, wenn so Preisanfragen kommen, das ist natürlich, klar, Preis ist ein wichtiger Aspekt, aber wenn ich nur so eine Instagram-Nachricht bekomme, yo, was kostet dein Coaching? Dann weiß ich, dass derjenige sich nicht bewusst ist, dass ein Coaching Luxus ist, dass man sich das leisten muss, aber auch leisten kann, weil ich auch Auszubildende habe oder Studenten, die nicht viel Geld verdienen, aber wissen, wie viel Mehrwert ein Coaching bringt. Vor allen Dingen die Zeitersparnis. Ich habe jetzt letzte Woche Sonntag ein Personal Training gehabt mit dem Miguel und er hat auch zu mir gesagt, boah, jetzt, was in den letzten Monaten passiert ist, einfach so geisteskrank. Und das ist so eine Zeitersparnis, weil er sich um nichts kümmern muss. Er kriegt von mir die Vorgaben, die Anpassungen und dann läuft einfach. Ne? Voll. Und Zeit ist, finde ich, mit das Wichtigste, was wir alle in unserer Lebenszeit haben, ne? Um es so auszudrücken. Genau, da so kurz und knapp läuft die Kontaktaufnahme. Und dann, wenn alles passt, ne? Man sich sympathisch ist, wonach ich mir oder einen Coach natürlich aussuchen würde, dann schaut man halt, wie es weiterläuft. Wie war das denn bei dir damals? Warum hast du dich für deinen Coach damals entschieden? Also, guter Punkt. Erstmal coole Einblicke. Bei mir war es tatsächlich so, um ein paar Punkte von dir aufzugreifen. Ich habe meinem Coach bei Instagram geschrieben, erstmal. Ich finde, ich verstehe deinen Punkt mit Instagram, dass du eher eine Anfrage über die Homepage bekommen möchtest, weil da das Interesse vielleicht ein bisschen ernster ist, als so eine Instagram-Nachricht. Für die andere Seite, für den Kunden, sage ich jetzt mal, oder für den Klienten, ist es halt so ein bisschen unverbindlicher, einfacher, schneller, eine DM zu schreiben. Also, weil ich bin auch sehr vorsichtig an das Thema gegangen. Und für mich war es dann einfacher, so eine Instagram-Nachricht zu schreiben, anstatt vielleicht direkt eine verbindlichere E-Mail, so wo es halt so ein bisschen seriöser ist. Da ging es über Insta, dann auch über ein Kontaktformular, dann über die Homepage später, ne? Aber der Erstkontakt war über Instagram und dann zu dem Erstgespräch auch. Aber grundsätzlich bin ich zu dem Coach gekommen, auch über Instagram. Also das heißt, man guckt sich die Beiträge an, guckt, was für Content produziert er, wie ist der so drauf, wie ist so. Bisschen so die Trainingsphilosophie, was für Resultate wurden gebracht, das ist auch ganz wichtig, finde ich. Ja, Mann, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie, um den letzten Podcast kurz aufzugreifen, von letzter Woche, passend zur GNBF-Wettkämpfe, ne? Also, Resultate, Leute, also, das ist ein Extrembeispiel, aber wie stellt jemanden auf die Bühne, so, einfach die Resultate, ne? Also wurde schon mal eine Diät durchgezogen, wie ist so der Startpunkt, das Endresultat, durch eine längere Zusammenarbeit, wie ist so der Progress über ein Jahr, zum Beispiel im Aufbau und, ne? Also wenn das so dokumentiert ist und man sehr viele verschiedene Erfolge einsehen kann, das ist schon immer ein sehr, sehr guter Pluspunkt.
Also für jeden, der sich einen Coach sucht, achtet vielleicht darauf, weil das zeigt einfach, dass der Coach wahrscheinlich gute Arbeit macht. So, ne? Mhm. War ich stehen geblieben? Genau. Ah ja, genau. Ich hatte bei Instagram verfolgt und fand die Post halt cool. So, und ja, daraufhin angeschrieben und dann nach dem Erstgespräch nochmal ein paar Tage mir Zeit genommen in Ruhe und dann ist das Ganze gestartet. Also ich finde, dieser Social-Media-Kontakt oder das Auftreten sehr nice. Also und das Erstgespräch, man versucht halt, sich einen Coach auszusuchen, mit dem man ein bisschen harmonisiert, ja, die Empathie so ein bisschen zu fühlen. Das finde ich auch ganz wichtig, weil es gibt sehr viele Coaches da draußen. Mhm. Und ja, man muss einfach den Vibe ein bisschen fühlen, so dieses längerfristige Zusammenarbeiten. Ja, das sollte halt passen. 100%. Gerade weil es so viele Coaches gibt, findet da jeder schon seinen richtigen Ansprechpartner. Davon bin ich überzeugt. Ich gebe ja relativ viel Preis von mir, sei es jetzt im Podcast, private Dinge oder über YouTube. Und da kann man sich auch schon ein sehr, sehr gutes Bild darüber machen, ob man eben das feiert, was ich mache, wie ich Dinge erkläre, wie ich einfach bin oder nicht. Die meisten, also was auch, also viele kennen mich dann auch schon manchmal mehr, als ich überhaupt weiß. Ne? Das ist manchmal auch komisch. Genau, und zum Thema Resultate. Vor kurzem hatte ich ja mal ein Gespräch mit einem Athleten, der verschiedene Coaches angefragt hat und dann sogar zu mir meinte, Herr Rocky, ich habe mit Coaches gesprochen, die haben noch nie jemanden auf die Bühne gestellt und haben deutlich mehr verlangt als du. Mhm. Deutlich mehr. Und da, ja, weiß ich nicht. Klar, du sagst immer, ich bin zu günstig. Aber vielleicht sind die anderen auch, weiß ich, also es kommt ja dann immer auf die Leistungen noch an, ne, die sich dann von Coaching zu Coaching unterscheiden können. Grundsätzlich, um es bei mir kurz aufzuzählen, ganz normal Trainingsgestaltung, also Mesozyklus wird erstellt auf deine Bedürfnisse, auf deinen Alltag. So, sollen wir mal das so nochmal, also jetzt hätte ich diesen nächsten Punkt gemacht, also man hat dieses Erstgespräch mit dir und okay. Wird halt so denken, okay, ja, das harmoniert, der Rocky kommt mir sympathisch vor, Resultate habe ich gesehen, die bringt er auch. Ich gebe ihm das Go, ich möchte ja, diesen Sommer mal gut in Shape sein oder einen meiner Traumfigur erreichen. Ich sag dir zu, was erwartet mich dann? Also wie ist so der weitere Verlauf? Okay. Der weitere Verlauf ist wie folgt. Also in dem Erstgespräch, da notiere ich mir natürlich schon die ganzen Informationen. Also Leute, ganz wichtig, wenn euer Coach kein Anamnesegespräch mit euch führt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es nicht seriös ist. Was ist ein Anamnesegespräch? Das ist ein Anamnesegespräch. Da werden alle Informationen, die relevant sind fürs Coaching, wie zum Beispiel Krankheitsbilder, gibt es irgendwelche Wehwehchen, Vorerkrankungen, die dich heutzutage noch beeinflussen, Allergien. Also alles das Dinge, was oder all die Dinge, die extrem fundamental für eine Trainingsplangestaltung ist oder für den Coaching-Prozess, wenn das nicht gefragt wird, dann, sorry, ist komplett unseriös. Das wird bei mir... Ein guter Punkt. Ja, das ist Basics, ne? Und dann wird von mir ein Trainingsplan erstellt. Der Athlet kriegt von mir auch einen Feedbackbogen, wo er dann eben alles einträgt wöchentlich. Wie ist das Gewicht verlaufen? Wie viel Kalorien hat er konsumiert? Die Aktivität... Genau, zudem dann, was auch nochmal an top ist, um meinen Prozess auch zu
optimieren, gibt es einen Guide, den ich vorgeschrieben habe. Das heißt, da werden nochmal die ganzen Basics, worauf es im Coaching ankommt, erklärt. Das heißt, du hast immer was zum Nachlesen, wenn du dir unsicher bist. Kannst du mich natürlich auch fragen, wenn Dinge davon oder wenn trotzdem noch Fragen sind. Um es noch zu vereinfachen, habe ich interne Videos, die ich dann rausschicke, um da nochmal mehr Content zu geben, um Prozesse zu vereinfachen. Also ihr werdet da sehr, sehr gut an die Hand genommen. Also echt viel Arbeit, die ich da im Background erledigt habe, um den Einstieg so einfach wie möglich zu machen. Okay. Genau. Das ist so, wie es dann losgeht. Dann wöchentlicher E-Mail-Kontakt natürlich mit wie ist das Training gelaufen, wie ist die Ernährung gelaufen, sonstige relevante Informationen. Das heißt, man ist da wöchentlich im Austausch, lädt Bilder hoch und anhand dessen oder anhand der Informationen werden dann Anpassungen gemacht. Und so erarbeitet man sich eben ein Fundament und schließt aus, dass irgendwelche Parameter aus dem Ruder laufen. Ja. Okay, ja. Ja, auf jeden Fall coole Einblicke. Wenn ich da ein paar Punkte aufgreifen würde, so trainingstechnisch, trainingsplantechnisch, hast du da ein bestimmtes Grundschema, Leitfaden, in welche Richtung das geht? Also, oder ist das sehr, sehr individuell nochmal, in welche Richtung es gehen kann? Wie ist so deine Trainingsphilosophie vielleicht ein bisschen, worauf legst du da Wert? Genau, das finde ich auch war ein Punkt, der mich beim Training ein bisschen oder bei meiner Entscheidung fürs Coaching ein bisschen interessiert hat, ja, was für ein Training erwartet man? Also grundsätzlich habe ich ja vorher auch schon lange trainiert, aber ich wollte einfach so neuen Refresh, so neuen Input fürs Training oder neuen Ansatz und. Was würdest du sagen, was kann man so bei dir erwarten oder bist du sehr breit aufgestellt und? Ein Trainingsplan sollte immer individuell sein und je nachdem, was das Wichtigste ist, wie oft kann ein Athlet in der Woche trainieren gehen? Wie viel Zeit hat er? Und das ist die wichtigste Frage, wenn es um einen Trainingsplan geht, weil daraufhin baue ich meinen Split auf. Das ist ein Punkt. Und zum anderen hat er sehr, sehr, also ist das ein Athlet, der viele Schwächen hat oder bestimmte Schwächen? Gibt es Muskelgruppen, die man unbedingt aufarbeiten muss, um eine bessere Symmetrie aufzubauen? Das fließt natürlich auch in die Planung ein. Also das sind so die zwei Kernpunkte, an denen ich meinen Trainingsplan orientiere und dann aufstelle. Ja. Okay, cool. Ernährungstechnisch, wenn wir das große Thema Training jetzt abgeschlossen haben, ernährungstechnisch, vielleicht nochmal um ein paar Unterschiede zu anderen Coaches zu schreiben. Manche schreiben die Ernährungspläne, andere arbeiten mit Kalorienvorgaben. Wie ist so bei dir oder gibt man da zu Feedback? Meine Philosophie ist ganz klar, ich schreibe keine Ernährungspläne. Da müsst ihr dann leider zu einem anderen Coach gehen, weil ich ganz klar der Auffassung bin, jeder, der fitnessorientiert ist oder ambitioniert, der sollte sich grundsätzlich mal selbst mit der Ernährung auseinandersetzen. In Form von mal tracken, ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, wie viel Kalorien hat ein gewisses Lebensmittel, auf wie viel Gramm ungefähr. Das heißt, wenn man ein bisschen ins Tracken kommt, dann bekommt man auch mit der Zeit so ein Feingefühl dafür und auch fürs weitere Leben, okay, das hat doch gar nicht so viele Kalorien, das kann ich ja zum Beispiel essen. So, man baut sich dann selbst so Erfahrungswerte auf und das finde ich extrem wichtig. Von daher gibt es bei mir so gewisse einen Leitfaden, der auch im Guide beschrieben ist, wie meine Philosophie quasi, wie ich mir das vorstelle. Es gibt Makrovorgaben, die sich dann auch individuell natürlich auf die Situation des Athleten richten oder richtet. Genau, so ist das.
So, das ist ein guter Punkt. Also ich teile da voll deine Meinung. Ich finde, ein Ernährungsplan hat irgendwo seine Berechtigung, aber ich finde eher so ein Leitfaden ist ganz cool. Und ich glaube, da agierst du auch bei zum Beispiel Unverträglichkeiten, etc. Also geht man ja trotz der nur Makronährstoffvorgabe bisschen auf die Lebensmittelauswahl ein, oder? Wenn man zum Beispiel sagt, als Beispiel einfach, hey, guck mal, okay, vorm Training, weiß ich nicht, oder im Training habe ich immer so einen schweren Magen oder einen aufgeblähten Magen und. Ja, kannst du vielleicht mal sagen, wie du darauf eingehen? Ist ja eine Problematik, ja, zum Beispiel. Jemand, der halt keine Ahnung davon hat, berichtet dir jetzt von seinem Problem. So, und du als Coach, ja, wie gehst du damit um, zum Beispiel, ne? Also deswegen auch der Anamnesebogen, um direkt mal abzuklären, ob jemand Unverträglichkeiten Ja. hat. Das ist auch ein ganz wichtig. Und viele, wie du schon sagst, wissen es gar nicht, dass sie eine Unverträglichkeit haben. Also ich habe jetzt bestimmt schon zwei, drei Leute in meiner Laufbahn, die gar nicht wussten, dass sie laktoseintolerant sind. Haben dann immer Ja, Shakes getrunken und ich frage dann so, genau. geht's dir? Also dann so, ich habe Bauchschmerzen. Okay, ist das dann, wenn du einen Shake trinkst? Ja, ganz oft. Und du bist dir sicher, dass du keine Laktoseintoleranz hast? Ja, warte mal. So, ne? Also das deckt man dann auch auf. Also bei solchen individuellen Sachen, dafür ist natürlich der Kontakt da, der E-Mail-Kontakt, wie auch immer. Und die Athleten schildern mir dann ihre Situation und dann, weil ich eben dann weiß, also wenn wir jetzt von Praxisbeispiel von einer Unverträglichkeit ausgehen oder von allgemeinen Problemen in der Ernährung, dann kann man mich natürlich immer noch fragen, ey Rocky, kannst du mir mal so ein bisschen Tipps geben, was kann ich essen, dies, das, keine Genau, Frage, das wird genau. beantwortet. Ne? Also ich sage jetzt nicht Ja, hier Makros und dann gib ihm. Ne? ja. Ja. Alle meine Athleten wissen, die können sich mit jedem Problem an mich wenden. Dann würde ich bei so einem konkreten Beispiel anfordern, okay, folgendes, du machst jetzt mal ein Ernährungstagebuch und dann schreibst du dir auf, okay, du hast die Kalorien getrackt, schick mir Screenshots von dem, was du gegessen hast. Parallel nach jedem Essen bewertest du, wie ist dein Gefühl, ne? Ist das eher schlecht, bist du träge, etc. Und daraufhin kann man ganz klar schon eine Tendenz sehen, welche Lebensmittel man vielleicht nicht so gut verträgt, in welchem Zeitpunkt oder zu welchen Zeit man das nicht verträgt. Wir hatten das letzte Mal Beispiel, das war sogar am Wettkampfabend, am Vorwettkampfabend, wo du da gesagt hast, ey, mein Bruder und ich vertragen keine Eier am Morgen oder vom Training, Ja, ne? Das war doch ein lustiger Talk. Das war ein lustiger Talk. 100% Und da hast du gesagt, safe. ey, ich auch nicht. Ich vertrage keine Eier morgens. Also so Dinge, das stellt man dann einfach um. Ich habe auch gemerkt, zum Beispiel, Voll. ich vertrage morgens keine Kiwis, wenn ich dann Kaffee trinke. Was mache ich? Ich esse meine Kiwis abends. So. Aber das Ja, sind eben so Beobachtungen, wo wir als vielleicht ambitionierte Sportler selbst reflektiert sind, aber andere, ja. die machen es halt immer wieder, aber ändern nichts. Und dafür ist 100 als ein Prozent. Coach auch da, der dann auf so Kleinigkeiten hinweist und sagt, ey, lass uns das mal anders machen. Wir probieren das. Und wenn es nicht funktioniert, dann probiert man eben was anderes. Aber das macht mir halt mega Spaß, immer herauszufinden, was ist die Ursache, was können wir da optimieren, um trotzdem an das Ziel zu kommen, ne? Voll. Ich finde, das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil das ist, deswegen habe ich es kurz angesprochen, voll underrated, wo Leute sich überhaupt keine Gedanken machen, wie essentiell dieser Coach ist, ne? Dass man so Sachen reflektiert und guckt, ah, woran liegt's und das dann halt ändert. Und das ist halt so ein Learning, den man für sich selber auch hat, ja, über die man sich aber keine Gedanken machen muss, weil man gibt das nur an den Coach ab und der versucht das halt zu analysieren. Aber cooler, ja, cooler Weg, den du hier Ja, gibt natürlich auch viele vorlegst. weitere Wege, ne? Ja, genau, safe, safe. Aber das sind alles so Dinge, klar, ich habe irgendwo das Know-how mir angeeignet, die Ausbildung damals auch gemacht, aber ganz viel ist auch Erfahrungswert, ganz, ganz viel. Und da können eben nicht viele berichten, die Hobbysportler sind, muss man so sagen. Voll, voll. Ja, und ich glaube, das hilft auch vielen zu sehen, dass es nicht nur Makrovorgaben sind, also von wegen, ey, hier
so viel Eiweiß, so viel Kohlenhydrate und so viel Fette musst du essen oder so viel Kalorien. So. Und ja, wie du das machst, ist jetzt dir überlassen. Also vielleicht im Kern, in der Oberfläche ist das so, ne? Aber bei Rückfragen, wie gesagt, gehst du ja nochmal ein bisschen ein bisschen individueller darauf ein, ja, falls da wirklich Probleme auftreten sollten, ja. Und das finde ich ist halt ein neuer, modernerer Ansatz, ne, in der heutigen Zeit, vor allem, ja, was die Lebensmittelauswahl angeht und, ne, dass man da recht flexibel ist. Ja, Service wird auch bei mir, würde ich mal behaupten, groß geschrieben. Also es gibt ja viele, die haben viele Athleten, die sie betreuen. Viele, die haben auch weniger Athleten, aber lassen sich trotzdem extrem Zeit. Also bei mir muss in der Regel keiner 24 Stunden warten, bis er eine Antwort bekommt. Oder wenn ein Athlet von mir eben mal auf Insta schreibt, ey Rocky, dies, das, dann kriegt er auch eine Antwort relativ schnell, ne? Also man wird da nicht allein gelassen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt die Diät betrachtet, werden auf kurz oder lang Lebensmittel sowieso ausgetauscht, ne? Das kommt vor oder das muss einfach der Fall sein, wenn einfach das Kalorienbudget sinkt, um da eine höhere Sättigung zum Beispiel zu haben. Safe. Aber es sind halt wieder auch coole Tipps, die man dann von dir einholen kann oder coole ja, Features so ein bisschen, über die man sich selber halt weniger Gedanken machen muss, ne? Oder die Sachen vielleicht, die man gar nicht wusste oder gar nicht hinterfragt hat, so. Ja, Ja. genau. Vielleicht auch dazu ergänzend. Man kann sich vorstellen, du hast einen Experten, den du 24/7 fragen kannst. So, egal worum es geht. Klar, manche Dinge, die weiß ich vielleicht nicht, aber ich kenne Quellen, wo ich mir das Wissen aneignen kann. Ich kenne die Quellen Voll. vielleicht besser als du, Hobbyathlet. So. Ja. Und was ich dann noch sagen wollte, was war das jetzt gerade? Genau. Es kam auch schon vor, dass es kursieren auf Social Media natürlich virale TikToks oder Reels von irgendwelchen außergewöhnlichen Übungen. So, was macht der Athlet von mir? Schickt mir das zu, Rocky, was hältst du davon? Und dann kann ich direkt sagen, okay, kann Sinn machen, können wir mal gerne ausprobieren oder ja, nee, kannst vergessen, so direkt. Weißt du, da muss man Voll. nicht selbst ausprobieren und drüber nachdenken, man kriegt da direkt die Antwort, ne? Was weder, wo wir dabei sind, viel Zeit spart. Zeit spart 100%. Ja, ich glaube, die großen Blocken haben wir ja gut abgefrühstückt. Jeder konnte sich, denke ich mal, so einen kleinen Einblick davon machen. Wie sieht es aus? Also, was ich bei dir recht cool fand, alles, was du neben dem regulären Coaching, was man sich vielleicht darunter vorstellt, nochmal ein bisschen mitbringst. Ja, auch Personal Trainings, die man theoretisch bei dir Oh ja, sehr nehmen kann, wichtig. die auch sehr wichtig sind, auch sehr Unnormal. underrated, würde ich jetzt sagen. Kannst du 100 da vielleicht Prozent. nochmal mehr drauf eingehen oder ein bisschen drauf eingehen? Genau. Also, ich kann euch den besten Plan der Welt schreiben, wenn aber nicht das ankommt, was geplant ist, dann bringt das alles nichts. Das ist auch ein Grund, warum es ist jetzt keine Pflicht, aber ich sag mal, es wird von mir schon so ein bisschen erwartet und ich kommuniziere das auch, wenn man das Coaching bei mir beginnt, dass man zumindest ein bis zwei Personal Trainings absolviert, um sicherzugehen, dass das Allerwichtigste, nämlich die Technik und die Übungsausführung, korrekt ist, dass man das sicherstellt. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man 3, 4 Monate einen Plan macht. Klar, man kann Videos schicken, Videofeedback gibt es auch, aber es ist nichts besser und hat einen größeren Erfolg, als wenn man vor Ort ist und dann 1:1 schaut, okay, kommt es wirklich an? Ich kann meine Hand an den Muskel bringen. Bewegt er sich? Also das sind, boah, das ist das, ich würde sogar sagen, das Fundamentalste, was im Coaching eigentlich auch wichtig ist. Nicht ohne Grund kommen Leute aus Deutschland quer zu mir gefahren, die dann von mir ein Personal Training absolvieren. Ich hatte jetzt am Samstag den Profiathleten. Also wenn ihr das
Video am Sonntag seht, wird alles geleakt. Mit dem Athleten gibt es dann nächste Woche auch mit dir gemeinsam einen Podcast. Er kam auch, überleg mal, 4 Stunden gefahren, hat dann bei mir ein Personal Training absolviert, haben dann ein bisschen was zusammen gegessen, haben bei mir noch gesprochen und ist dann wieder 4 Stunden nach Hause gefahren. Und das ist ein Profiathlet, der natürlich sehr, sehr gut aussieht, sonst wäre er nicht Profi geworden, aber trotzdem gekommen ist, um von mir nochmal Feedback für seine Technik zu bekommen. Vor allen Dingen die Schwachstellen, wie in dem Fall der Rücken, haben wir sehr viel rausgeholt. Heute, Athlet X, trainiert 14 Jahre. Kommt trotzdem vorbei für ein Personal Training, damit er da auch nochmal das Beste rausholt. Und Leute, das sind, wenn ihr die seht, so, das sind Athleten, wo ihr denkt, okay, der kann bestimmt schon alles. Aber nein, es gibt immer was zu optimieren. Ganz, ganz wichtig. Und es gibt auch Athleten, die kommen regelmäßig zu mir, weil sie einfach wissen, jedes Mal lernt man was Neues dazu. Ich merke es ja auch bei mir selbst. Zum Glück filme ich mich. Ich sehe dann, okay, wenn die eine Schulter etwas zu hoch ist, wenn das Gelenk nicht richtig gestellt ist, dann mache ich das. Aber wie viele von euch filmen sich da draußen? So, die wenigsten. Und Personal Training biete ich natürlich auch für Nicht-Athleten an, weil das, ich finde, das ist was extrem Wichtiges und davon profitiert jeder, 100%. Ne? Und das Allerschlimmste, also, was passieren kann, ist, dass ein Athlet kommt und von mir einfach nur ein grünes Licht bekommt. Aber das war, Hand aufs Herz, noch nie so der Fall. Ja, da bin ich ganz bei dir auch. Ich sehe auch das meiste Potenzial immer in der Technik, ja. Und an der Trainingsintensität vielleicht auch nochmal, dass man das nochmal live vor Ort besser beurteilen kann oder ja, eine bessere Einschätzung einfach geben kann, ein besseres Feedback dahingehend bekommen kann und wie du schon sagtest, von der Technik her, dass man da nochmal neue Ansätze probiert, um Muskel besser anzusteuern, weil jeder kennt, die meisten kennen es auch, ne? Man hat gewisse Muskelgruppen, die man schwerer ansteuern kann, vielleicht Disbalance von links und rechts und. Und das sind einfach so Sachen, das sind so Tipps von erfahrenen Athleten oder Coaches, sage ich jetzt mal, Gold wert. Vor allem von Coaches, weil die ja nochmal mit mehreren Leuten zusammenarbeiten. Und ich sage mal, das ist so eine gesammelte Datenbank von Athleten, ne? So, also jedes Problem, was ihr habt, ist vielleicht schon mal irgendwo bei dir aufgetreten, zu dir geflossen. Und dann hat man halt so, bei dem hat das und das geholfen. Wir probieren das jetzt bei dir auch oder bei dem hat das und das war nicht so hilfreich und, ne? Und das ist diese Erfahrungsberichte sind einfach Gold wert. Ne? Man hat zum Beispiel, also ich und viele, ich sag mal, erfahrene Coaches oder Leute, die damit tagtäglich agieren, wir haben einen Pool an Wissen, an Erfahrungswerten. Und bei einem Personal Training, wenn ein Athlet eine Übung macht und sagt, er spürt sie nicht, ein Blick reicht meistens, das muss anders gemacht werden, da das Gelenk, probier das und das. Und jetzt überlegt euch nur mal, wirklich, geht mal in euch, wenn ihr jetzt die neue Technik habt, und das bei jeder Wiederholung, bei jedem Satz, bei jeder Trainingseinheit über Wochen, Monate und Jahre macht, was für ein Entwicklungspotenzial einfach dann nochmal on top dazukommt. Das ist wirklich unglaublich. Und noch dazu eine kleine Anekdote. Wenn ihr im Gym jemanden habt, der einfach eine Muskelgruppe richtig stark ausgeprägt hat, wie zum Beispiel, er hat einfach einen fetten Rücken, dann kann man fragen, okay, was hast du gemacht? Aber höchstwahrscheinlich hat er schon immer einen großen und starken Rücken gehabt. Das heißt, fragt doch lieber die Leute, die es geschafft haben, ihre Schwäche auszugleichen. Vielleicht eine gute Symmetrie. Ich möchte mich jetzt da selbst nicht loben, aber die Leute, die mich schon wirklich lang verfolgen, die wissen, dass ich damals sehr, sehr schwache Arme hatte im Verhältnis und sehr, sehr schwache Schultern. Und viele sagen mir, dass ich eine sehr, sehr gute Symmetrie aufgebaut habe, weil ich einfach den Schmerz kenne. Also ich weiß ganz genau, was ich verändert habe, welche Parameter, was ich in der Technik optimiert habe, damit eben die Muskelgruppen nachziehen und ich heutzutage eben eine sehr, sehr gute Symmetrie habe,
ich meine, wie gesagt, sehr, sehr viele Außenstehende geben mir eben das Feedback. Und von daher würde ich mal auch behaupten, dass ich da, was Personal Trading und Technik etc. angeht, auch ein guter Ansprechpartner bin. Also kann ich so sagen. Voll, voll. Ist ein sehr guter Punkt gewesen, dass man jemanden sucht, der halt seine Schwachstelle verbessert und nicht schon immer so eine gute Stärke hatte. Das finde ich auch viel wichtiger, weil der weiß eher damit umzugehen oder wie man ja das maximal da rausholt, als jemand, der halt ja einfach so schon eine gute Brust oder einen guten Rücken hat. So, ne? Okay. Außer bei den Waden. Waden ist tot. Da kann man das auf die Genetik spielen. nee, aber ja, dann schon mal ein cooler Punkt, ja, Personal Trainings, dass man die auch bei dir buchen kann, weil zum Beispiel nochmal ein Unterschied zu anderen, es gibt viele, die bieten das gar nicht an, so, also ist ja tatsächlich so, auch cool, dass man das bei dir machen kann, immer noch, ansonsten vielleicht nochmal ein Punkt, der für mich, finde ich, auch ganz cool war oder ich immer ganz cool finde bei dir. Ich kann auch verstehen, wenn der, das ist absolut nicht relevant ist eigentlich, ja, und zwar das Footage, was, wenn ich das so sagen kann, was so festgehalten wird, ja, also diese Begleitung per Kamera ein bisschen noch, ne, dass das ein bisschen irgendwo festgehalten wird, ist doch schon, glaube ich, ganz cool für den Athleten, ja, irgendwie so Bilder nochmal zu haben. Wenn man jetzt als spezielleres Beispiel so diese ganzen Wettkampfathleten nimmt, der Tobias, der jetzt letzte Woche gestartet ist, der so geiles Footage hat, nochmal einen kleinen Recap von der Meisterschaft und. Und das alles im Preis inkludiert, sage ich jetzt mal. Ne? Geisteskrank, ne? Digga, eigentlich muss ich den Preis direkt Meine Worte. Nachher kriegst du auch Hate-Nachrichten von meinen Athleten. Michael, warum pushst du so, ja? Nee, aber ich find's cool. Ich kann auch Leute verstehen, die das nicht brauchen. Es ist auf jeden Fall kein Entscheidungskriterium. Aber man muss ja so festhalten, es ist schon ein Part von eurem Leben, sage ich jetzt mal. Vielleicht ein Ereignis, was da festgehalten wird, so, ne? Und auch durch im Coaching wöchentliche Check-ins und, dass man vielleicht nochmal visuell wirklich da den Fortschritt festhält oder sieht, weil ich kenne es selber, so man sieht sich jeden Tag im Spiegel so und dann, man sieht halt diesen Fortschritt nicht, ne? Ja, ja. Und mittlerweile muss man auch sagen, dass du, was so Aufnahmen betrifft und, da schon ein recht hohes Niveau erreicht hast, was ja auch sehr gut ist. Ne? Zum Beispiel, ist, wie du es gerade angesprochen hast, er kann sich das Video halt speichern, das wird für immer auf YouTube bleiben. Und in 10 Jahren, wenn die Kinder älter geworden sind, kann er einfach den Kindern zeigen, hey, schau mal, Papa damals in Form hier, so sah ich aus, so habe ich mich gefühlt. Also kann er seinen Kindern zeigen, die Fotos wird er auch immer haben. Aber auch die Lifestyle-Athleten. Ich organisiere ja auch abseits davon Coaching-Days in regelmäßigen Abständen, die auch im Preis inkludiert sind. Ich organisiere die Tage, wo alle Athleten zusammenkommen, wo wir ein geiles Training haben, zusammen dann essen gehen, einfach diesen sozialen Austausch haben. Jeder profitiert von dem anderen, weil man da eben nochmal vielleicht auch untereinander spricht und guckt, okay, was erwartet Rocky vielleicht vom Coaching? Welche Informationen sind für ihn relevant? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Etc. Also ganz, ganz viele Dinge, wo, also ich glaube, das ist schon mit eines der Top-Dinge, worauf sich die Athleten, aber auch ich mich unglaublich freue. Ja, auf so diese Events, was natürlich auch videografisch festgehalten wird. Das heißt, die Athleten freuen sich natürlich auch, wenn die gut in Szene gestellt werden. Genau. Und dann auch vielleicht mal ihre ein, zwei Sätze sagen können. Genau. Voll, 100%. Ne? Da dieser Austausch und sowas, das ist ja nochmal so ein Mehrwert, mit anderen sich so ein bisschen connecten. So. Genau. Und da einfach zusammen an einem Strang zu ziehen oder zusammen halt so diesen Lifestyle irgendwo nochmal
bisschen voranzutreiben und sich zu pushen, ne? Vor allem, wenn es jetzt in Richtung Diät geht, ne? Also auch wieder nochmal nice to have. Safe, safe. Zum Beispiel, weißt du noch, als der Tobias da beim Formcheck war und die Leute gesagt haben, Alter, so, wie sah der bitte vor nicht mal 10, 11 Monaten aus und was ist da passiert? Ne? Voll. Geil. Ja. Also, sowas zum Beispiel. Also krass. Und man muss dazu sagen, nochmal, um noch auf das Footage zurückzukommen, also die Fotos allein schon, also abgesehen von dem Video, was du für den Tobias festgehalten hast, ne, aber dass da so krasse, scharfe Fotos wie von einem Fotografen bei rumkommen, so, ne, ist wirklich, also ihr müsst ja euch vorstellen, Leute, normalerweise muss man einen Fotograf arrangieren, der euch dann die Fotos macht, oder die Fotos kann man auch kaufen, aber so sind das noch so tiefere Einblicke, weil Rocky ist ja näher bei euch dran, so ein bisschen, ne, guckt man die Form und Point ist und. Und ich kenne aber auch Leute, klar kann man das auch mit dem Handy machen, ne? Aber die haben einen Wettkampf, die haben einen Wettkampf gemacht, so waren oder generell einfach eine Diät sind in Form. Und vielleicht kennt ihr das ja selber, also abgesehen von Wettkampf, ne? Aber ihr seid mal in Form und habt ihr irgendwelche so Fotos mal, wo ihr am Strand seid oder so, ne? Oder ihr habt das gar nicht mal richtig festgehalten, so. Und finde ich auch einfach nur ein bisschen schade, ne? Ich weiß, ist nicht für jedermann so, aber ist trotzdem ein nice to have. Safe. Wenn man da so irgendwo so zurückblickt und sieht, ah, guck mal, da ein richtig scharf geschossenes Foto vom Wettkampf Backstage oder sowas, ne? Mhm. Das sind einfach coole Erinnerungen. Ich glaube, bei meinem ersten Wettkampf, also da habe ich auch kaum Bilder gefühlt, so. Mhm. Weil das sowas einfach gefehlt hat, ja. Sehr. Ja, auch so, also ich muss sagen, wo du es gerade angesprochen hast, das war im Laufe, da habe ich jetzt auch mal ein bisschen reflektiert, im Laufe meiner gesamten, sag mal, Social-Media-Laufbahn mit einer der größten Investitionen, also nicht mal die Kamera, die glaube ich nur 1.000 gekostet, weil die gebraucht war, aber diese Linse hier, dieses Objektiv, Digga, wir müssen jetzt mal ein bisschen Off-Topic machen. Diese Linse, die sieht nicht so schwer aus, die ist verdammt schwer. Und die hat nochmal das Doppelte gekostet von der Kamera, weil, also für die Leute, die sich jetzt vielleicht auch dafür interessieren, nicht so wichtig ist die Kamera an sich. Das Ergebnis meiner Websuche. Okay, top. Meine Apple Watch ist gerade angegangen. Also nicht so wichtig ist der Body, sondern eher das Objektiv. Und das lässt halt echt viel Licht durch. Und wenn ich damit ein Foto mache, bei gutem Tageslicht, ich sag's euch, ihr könnt bis ins kleine Haar ranzoomen. Und deswegen, was Michael schon gesagt hat, das also kann niemals ein normales Handy ersetzen. Niemals. Hm. So. Ist kaputt gemacht? Nein, Digga, ich muss nur gucken. Ich hab lange nicht abgemacht. Ah, okay. So, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Aber okay, genau. Sonst noch irgendwas? Ja, um das abzuschließen, glaube ich, nochmal, mir ist jetzt nämlich nochmal grob eingefallen, was ich vorhin nochmal kurz anschneiden wollte oder sagen wollte. Und zwar nur, was ich persönlich auch sehr, sehr wichtig finde oder sehr gut finde, diese Einschätzung von einer dritten Person, wenn ich das mal nennen kann, also so den Coach als dritte Person oder drittes Auge, diese Objektivität, ne, die man mitbringt, dass man, ja, um auf das Thema zurückzukommen, wenn man sich selber anschaut und sich überlegt, hey, bin ich eigentlich in Form, ist meine Form überhaupt gut oder bilde ich mir das nur ein, weil ich mich so gut fühle, weil das Training vielleicht läuft und. Also wie ist so die eigene Selbstwahrnehmung und das nochmal von jemandem zu beurteilen zu lassen, von wegen, hey, du hast die letzten Jahre zwar gut gearbeitet, aber ich denke, für die Figur, die du dir im Kopf ausmalst, muss noch hier und da was drauf an den Armen und vom Körperfettanteil noch mal ein bisschen mehr runter und. Ne? Ich denke, das von einer professionellen Seite noch mal zu hören, sehr, sehr wichtig. Und jetzt kommt der Punkt, den ich bei Rocky noch mal schätze.
dass der dir nicht Honig um den Mund schmiert, sondern da auch sehr, ja, kritisch ist, ehrlich, ne, recht transparent und da einfach so seine Meinung, ne, seine Objektivität zeigt. So. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja. Das braucht man heutzutage, ja. Ich brauche niemanden, der mir sagt, hey, boah, du siehst voll krass aus oder so und so, ne, sondern wirklich ein ehrliches Feedback, ja, wo ich weiß, okay, die Meinung kann ich schätzen. So, ne, guter genau. Punkt. Weil wir auch dann auf der Newcomer-Meisterschaft oder selbst auf der deutschen Meisterschaft gesehen haben, einige Athleten waren natürlich ganz weit entfernt von Wettkampf-Shape. Und ja. das ist auch der Grund, warum ich keine kurzfristigen Anfragen für Wettkampfvorbereitungen annehme. Genau aus dem Grund. Leute, mir ist das Geld komplett scheißegal, was ich dann verliere. Mir ist viel wichtiger die Reputation. Stelle ich einen Athleten nicht fertig auf die Bühne, wissen Leute, weil ich das natürlich auch alles hier mit Social Media aufbereite, euch auf den Weg nehme, dann wissen die ganz genau, Alter, was hat er da fabriziert? Und von daher verzichte ich gerne auf das Geld, was ich dann verliere. Ich möchte viel lieber Leute auf die Bühne stellen, die meine Handschrift haben, die mein Siegel tragen und wo ich ganz genau weiß, so, er ist Wettkampf-ready, er wird sich da oben mit der besten Form, die er jemals hat, präsentieren. Aber auch für die Lifestyle-Leute, ich hatte eben ein Essen mit einem Kumpel, also auch den ich auch coache, er hat gesagt, er ist gerade quasi auf Diät, seine Freundin macht das parallel selbst und hat die ganze Zeit Kopfschmerzen und ist demotiviert, weil sie jetzt mal eine Woche nichts verloren hat auf der Waage und überlegt schon abzubrechen. So. Und wenn du jetzt einen Ansprechpartner hast, der alles im Auge hat, die ganzen Daten hat und die richtig deuten kann, da kannst du dich einfach nur zurücklehnen und das tun, was er dir sagt. Ganz einfach. So. Ihr habt einen Luxus euch erkauft in dem Sinne, ihr habt Expertise und von daher einfach nur ausführen und einfach den Prozess genießen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Safe. Ja, ganz kurzer Punkt. Als letztes, glaube ich, hatten wir vorhin angeschnitten, Thema Preis nochmal, so muss man auch nochmal kurz erwähnen, ist auch, würde ich sagen, nicht irrelevant, aber ist jetzt nicht kein Entscheidungskriterium, weil grob muss man sagen, wenn man sich in der Materie auskennt oder tiefer drin ist, sind alle im gleichen, ungefähr gleichen, ähnlichen Radius. Sage ich jetzt mal, es sind jetzt keine geisteskranken Abschweifungen, glaube ich, nach oben. Nach unten sollten sie schon mal gar nicht sein. Wenn einer zu günstig ist oder eurer Meinung nach zu günstig ist, dann das würde ich kurz in Frage stellen, wirklich. Ne? Das heißt, komm, was heißt denn konkret zu günstig in deinen Augen? Guck mal, Leute. Jetzt geht's los. Das ist die Stelle, das ist die Stelle, die ich in den Trailer reinpacke. Alles unter 300 Euro könnt ihr. Bro, das ist schon reich. Nein. Ihr lacht. Nee. Es gibt echt Leute, die nehmen 300 Euro. Das ist kein Spaß. Ja. Aber was auch quasi für die anscheinend funktioniert. Klar. Klar. Ja, ist jetzt nichts Abwegiges. Das ist jetzt, wenn man in der Materie drin ist, dann ist das kein hoher Preis. Ja, genau. Das wollte ich damit sagen. Aber um nochmal auf die Thematik wegen der, was zu günstig wäre. Ich spiele euch das mal im Kopf vielleicht einmal grob durch. Ihr habt theoretisch, praktisch jede Woche einen Check-in. Ja, das wären dann im Monat 4 Mal. So. Und wenn ihr einen ganz normalen Stundensatz nehmt, keine Ahnung, von 12 Euro oder was ist der Stundenlohn im Moment? 12,50. Ne? 12,50 sowas, ne? Mindestlohn, aber das ist nicht vergleichbar. Ey, das ist, ich rede ja auch von dem Minimalsten, ne? Dann muss er ja schon im Monat knapp an die 50, 60 Euro, also nicht nur mindestens so, das ist so
Das ist, damit ist ja noch nichts abgedeckt. Da ist nur seine Arbeitskraft abgedeckt, die er euch fürs Feedback gibt. Ne? Bruder, welcher Coach? Ja, ey, warte. Ey, wer euch da draußen, ne, sagt so, Rocky, bietest du Coaching für 50 Euro an? Ey, ich muss euch blockieren, ja. Nein, ich wollte nur sagen, guck mal, so, und es dauert ja pro Check-in, also es variiert ja so, aber mit diesen Daten analysieren und, ne, sich Gedanken machen, Feedback schreiben und eine Arbeitsgrad von 1 bis 2 Stunden, ne, plus nochmal Trainingsplan erstellen, optimieren und. Das Footage, was Rocky abfilmt, etc., da bist du ja, also mit einer Stunde, zwei, so kannst du ja gar nicht rechnen. Und das ist ja nur der Mindestlohn, den man halt nimmt, ne? Und dann bist du ja, also alles unter 100 Euro ist dumm Quatsch, also wirklich dumm Quatsch, so, ne? Und irgendwo muss Rocky ja davon leben auch noch, ne? Also so Sachen bezahlen. Und deswegen, unterstes Limit wäre für mich 120 Euro oder sowas, ne? Echt? So niedrig? Boah, krass. Das also wundert mich jetzt. Nee, das wäre wirklich unterstes Limit, so, ne? Und für jemanden, jetzt kommt der Punkt, ne? Zum Beispiel, wenn man ein Coaching startet, irgendwo fängt jeder klein an, so. Und da würde ich mich da vielleicht... Ja, warte mal. Hä? Läuft bei dir was? Ah, warte mal. Ein YouTube-Video ist von mir einfach weitergelaufen. Komisch, okay. Erzähl weiter. Ach, krass. Ja, jeder fängt irgendwo klein an, hat vielleicht so, will so seine Erfahrung, also am Anfang ist das Coaching ja nicht ausgereift, sage ich jetzt mal, aber da wäre so der Preis, wo man sich halt vielleicht orientieren kann, so an den 100, 120 Euro so, wenn man halt anfängt. So, jemand, der halt mittlerweile... Okay. Für Coaches, die vielleicht gerade anfangen, sagst du. Ja, wenn ich zum das Beispiel, richtig ja, verstanden genau. habe. Okay, ja, okay, okay. Genau, okay, genau. Okay. Unter anderem. Deswegen ist ja mein unterstes Preis. Weil wenn man sich ja informiert, einen Coach sucht und sieht, hey, guck mal, der fängt jetzt sein oder hat der jetzt seit 2 Monaten und man ist so einer der ersten Athleten vielleicht und so, ne? 120 Euro. Guck mal, Leute, damit fängt man an. Und jetzt vergleich das mal mit jemanden, der halt schon mehrere Jahre Berufserfahrung, kann man ja, das so sagen. Resultate ja, liefert. Genau, Resultate liefert und, ne? Ja, meiner Meinung nach spielt sich irgendwo ein gutes Coaching bei plus den Resultaten bei roundabout 200 Euro an. So, das ist so ein solider Preis, sage ich jetzt mal. Den man investieren kann, weil vielleicht, um das nochmal aufzugreifen, ein cooles Thema, den wir zu Beginn hatten, dieses Thema, dass man abseits des physischen Looks, ne, nochmal so ja, mental einfach viel stärker wird oder generell sich so persönlich auch sehr weiterentwickelt, ne, in allen Lebensbereichen im Coaching nochmal, ist auch nochmal gut zu erwähnen, dass das nochmal mit einhergeht. Also das heißt, Rocky sagt euch nicht nur, wie ihr eure Kalorien am besten trackt oder misst oder was ihr essen sollt, wie ihr hart trainiert, aber er sagt euch auch, wie ihr mit bestimmten bestimmten Lebenssituationen, ja, was ihr da machen sollt, wie ihr damit umgehen sollt und. Ja, genau. Und dafür ist der Preis irgendwo ja bei 200 Euro. So ganz normal. Ne? Und das ist ja eine Investition in euch. Müsst ihr auch nicht vergessen. Ne? Ist nicht in Rocky oder in ja. Ja, so ein bisschen habe ich ja auch was so. Davon, ne? Ja. aber ja, die ist ja primär in euch. Und was sind schon 200 Euro Investitionen? Wirklich, die gehen ja raus, aber direkt wieder an euch zurück, ne? Weil das Feedback kommt ja zu euch. So, ne? Ja. Okay, also um es nochmal ein bisschen aufzurunden. Du hast gesagt, mit 120 Euro, das ist das vielleicht ein Einstiegspreis für jemanden, der voll. Erst gerade das Business aufbauen möchte. Ich bin mit, lass mich nicht lügen, boah, ein Drittel davon habe ich angefangen zu coachen, was schon rückwirkend ja, geisteskrank ist.
ja, geisteskrank ist, wirklich. Aber ich war halt schon immer so ein Fan davon, eher, sag mal, mir, ja, was heißt fair, das war jetzt auch kein fairer Preis, aber ich wollte halt irgendwo den Einstieg finden, ne? Das heißt, mit einem, was war das jetzt, ein Drittel, ne? Ein Drittel, ja, davon, ja, ja, bin ich da eingestiegen. Aber würdest du das jemanden wieder empfehlen, also, Sehr schwere Frage. Also das ist für die Arbeit, die man sich macht, ist das schon, das ist gar nicht rechtfertigen. Also würde ich auch, ich habe es jetzt gemacht, ich kann jetzt nicht sagen, okay, ne, irgendwo muss man sich das aufbauen. Aber jetzt um zu gucken, wir haben eben die Zahl 300 Euro in den Raum geschmissen und ich würde das eher zu einem, wenn wir jetzt eine Preisspanne haben, weil wir beide kennen uns ja so ein bisschen aus mit den Preisen, würde ich das eher extrem weit oben ansehen. Es gibt Coaches, die nehmen 300 Euro, namhafte, die wir beide auch kennen. Aber ich würde mal sagen, das ist eher der höhere Bereich. Und ich arbeite jetzt seit neuestem mit Verträgen. Ich weiß, ich habe gesagt, dass ich nicht mit Verträgen arbeite, aber das hat sich natürlich so ein bisschen mit der Zeit verändert, weil es gab natürlich auch den Fall, dass Leute vielleicht nur einen Monat oder zwei Monate dann nehmen, sich quasi die ganze Arbeit, diese ganze Planung einfach quasi mitnehmen und dann irgendwie sagen, ja, ich habe es mir doch anders überlegt. Und weil für mich das einfach sehr disrespectful ist, habe ich mich dazu entschieden, jetzt mit 3, 6 und 12 Monatsverträgen zu arbeiten, einfach um auch zu gewährleisten, dass die Leute, also erstmal sich bewusst sind, dass nach 1, 2 Monaten man keine krassen Erfolge sieht. So, man muss einfach den Körper noch kennenlernen. Des Weiteren auch für mich irgendwo die Sicherheit, dass man jetzt nicht nur für einen Plan oder für die wichtigsten Infos quasi, ich sag mal so, abgezockt wird. Weil ich nehme ja zum Beispiel auch keine Aufnahmegebühr. So, die ganze Planung, Trainingsplan etc., das ist ja alles im Preis mit drin. Genau. Und ich kann schon mal so viel verraten, auch wenn Michael mir immer den Kopf abreißt, aber der Preis pro Monat für, wenn man sich für einen kürzeren 3-Monats-Vertrag entscheidet, liegt aktuell, Leute, aktuell, wie gesagt, das passt sich immer an, bei 200 Euro. Und jetzt könnt ihr euch auch ausmalen, wenn man eben eine längere Laufzeit nimmt, dass das dann ein bisschen günstiger für euch wird. Aber wie gesagt, Preis sollte nicht letztendlich das sein, was ausschlaggebend ist, sondern vielmehr seht ihr das Potenzial, habt ihr eben die Sympathie, wie sind die Resultate, wie ist die Leistung, und die ist bei mir liegt die eigentlich deutlich weiter über dem Preis. Aber wie gesagt, ich will halt einfach das noch für die meisten bezahlbar machen. Und das ist halt einfach noch der Fall, weil, wie gesagt, ich habe auch einige Studenten bei mir, die sich dessen bewusst sind. Und genau, das sind so, ich würde sagen, das rundet den Podcast, der jetzt doch ein bisschen informativer wurde als gedacht, ab. Genau, aber das habt ihr euch ja gewünscht. Ich habe eine Umfrage gemacht und viele wollten einfach einen längeren Podcast haben. Den habt ihr heute bekommen. Yo, Michael, willst du noch zum Abschluss was sagen? Oder haben wir irgendwas vergessen? Ne, also ich denke, ich hatte alles besprochen, was mir so im Kopf geschwört ist. So als Schlusswort hätte ich nur gesagt, Leute, probiert es auf jeden Fall aus. Ne? Checkt auf jeden Fall Rocky nochmal ab, wenn da wirklich Interesse besteht. Weil ich kann euch versichern, das ist kein Geld, was ihr aus dem Fenster rausschmeißt. So, es ist eine Investition in euch. So, es ist ein Learning. So, und es wird euch weiterbringen. Checkt das mal auf jeden Fall ab und überlegt euch mal diesen Sommer zu eurem Sommer zu machen, was die Trainingsperformance angeht, alles auf ein nächstes Level bringen und vielleicht nochmal die persönliche Mentality, da nochmal, wie man an verschiedensten Sachen rangeht, plus die Ernährung, wie man so ein Feingefühl dafür bekommt, um das den Rest seines Lebens vielleicht nochmal besser balanced
hinzubekommen oder zu managen. Ne? Mhm. Genau, ne? Weil ich will auch sagen, so ein Coaching ist jetzt nichts, was man 30 Jahre macht, sondern man macht es vielleicht so, könnte man auch, so ist es nicht. Ne? Also ein Lifestyle-Coaching macht, da nimmt man so die größten Benefits vielleicht 1-2 Jahre mit, so, ne? Und ja, danach ist man so gut ausgebildet, ne, irgendwo, ne, wo man sich das so selber ein bisschen aneignen kann. Wenn man es abgeben möchte, kann man es auch länger machen, so ist es nicht. Sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, aber ja. Ja, die Frage ist einfach nur, inwiefern möchte man sich diesen Luxus gönnen? So, das ist ein Luxus, keine Frage. Und es ist eine Investition fürs Leben. Safe. So, ich würde sagen, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gerne ein Abo da lassen, Podcast bewerten, wie auch immer. Checkt uns ab auf Instagram. Übrigens kommt auch ein sehr, sehr informatives Video, ein cooles YouTube-Video am Sonntag online, wo ich euch so ein bisschen, wurde auch öfter mal nachgefragt, in meinen Alltag nehme, wie so meine Woche aussieht, Personal Trainings, Coachings etc. Wird auch ein spannender Einblick. Und wenn du gesagt hast, da du eben gesagt hast, Michael, für diesen Sommer, oh, wir haben schon April, Leute, da müsst ihr Gas geben. Dann solltet ihr euch schleunigst melden, wenn ihr für diesen Sommer noch ready sein wollt. Yo, dann bedanke ich mich für deine Zeit, Michael, weil immer, obwohl es eigentlich spontan war, eine sehr, sehr coole Folge, finde ich. Werde ich morgen früh direkt fertig machen, sodass ihr das morgen um 17 Uhr dann zeitig hören könnt. So, peace. Peace.